Heute ist dein Tag und wir wollen dir helfen. Ich möchte Ihnen heute den Johnny vorstellen. Johnny, ein circa dreijähriger kastrierter Kater, der damals im Juni 2011 gefunden wurde in Lüneburg am Bockelsberg. Bisher hat sich niemand gemeldet, doch die Mitarbeiter hier sind sich ziemlich sicher, dass er aus gutem Hause stammt. Der Mäher ist wie ein kleiner Gentleman. Allerdings, schwarz-weiße Katzen gibt es ja hier im Tierheim en masse, das muss man einfach so sagen. Und viele gehen an ihm vorbei, genauso wie an vielen anderen Katzen, besonders an den Schwarzen und an den Schwarz-Weißen. Ja. Johnny hatte leichtes Übergewicht und nun hat er ein bisschen abgenommen. Und wer es schafft, diesen wundervollen Kater wirklich aus seinem Korb zu locken, der leistet wirklich Großes, weil dem wird er mit Sicherheit auch sein Herz schenken. Ja. Johnny ist, ich drehe das mal um, vielleicht traut er sich dann auch raus, damit wir ihn besser aufnehmen können, filmen, zeigen können. Hey Baby, ja. Also was die Mitarbeiter hier mir erzählt haben, und das sieht man auch, ich mag ihn eigentlich gar nicht anfassen, weil er so schüchtern und nicht nur schüchtern, ich gehe mal rüber. Johnny trauert. Und seine Trauer ist wirklich so groß, dass er sich den anderen überhaupt nicht anschließt. Er sucht wirklich den Kontakt zu... Oh, Johnny, ihr Süßer. Ach, guck mal. Er sucht wirklich den Kontakt zu einer Person. Er möchte überhaupt nicht mit so vielen Katzen hier im Lüneburger Tierheim, im Katzenabteil verbringen. Ja, man merkt also, wie menschenbezogen dieser Kater ist. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, ich komme mal hier so rüber, ja... Hallo. Dass er viel lieber in einer Wohnung oder in einem Haus sitzt. Der hat wahrscheinlich gar nicht so den großen Drang, nach draußen zu kommen, sondern der lungert wahrscheinlich viel lieber in der Küche und guckt ihnen beim Essen machen zu und möchte an ihrer Seite sein. Also wenn Sie jemand sind, der sich wirklich einen großen Kater, naja, den ärgern kann ich den Johnny. Wenn Sie sich für große Katzen interessieren, die so ein kleines Bäuchlein haben, das so ein bisschen auf dem Boden hängt, das aber nichts macht. Und der mag sich hier gar nicht mehr bewegen, ich glaube. Es ist übrigens sehr lange her, dass er hier aus seinem Korb gestiegen ist. Ja, vielleicht fühlt er auch, dass wir es wirklich gut mit ihm meinen und ihm wirklich helfen wollen.